Guten Abend. Ich hatte, und deswegen mache ich dieses Video jetzt nochmal nach, damit ich nicht missverstanden werde, ein Video gemacht, und zwar so ein Kurzvideo. Und als Überschrift keine Toleranz. Ich habe dann mein komisches Gesicht gezeigt. Natürliche Auslese statt Idiokratie. Macht mit. So, das hat einige Antworten hervorgerufen und darauf gehe ich gleich ein. Aber ich sage jetzt nochmal gleich, weshalb ich darauf komme. Am 29. Juni hatte ich auf Telegram dieses Zitat von Dostojewski weitergeleitet. Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Das hat mir damals gefallen, das habe ich irgendwo gesehen und habe es natürlich weitergeleitet, weil das entspricht meiner Denkweise. Ja, so ist es ja mittlerweile. So, ich komme jetzt aber auch gleich auf die anderen Dinge. Es wird gleich spannend. Ich sage natürliche Auslese statt Idiokratie. Natürliche Auslese, das heißt der naturgemäß einfach wieder solchen Dummköpfen die Schranken zeigen und sagen, ey, jetzt ist Schluss, es reicht. Das heißt ja nicht, dass wir die gleich umbringen. Wir sind ja Menschen. Nein, wir kümmern uns weiterhin um die Dummen, das ist nicht das Problem. Wir sind auch nett zu denen, aber wir lassen sie nicht bestimmen. Denn sonst, wenn die Idioten wirklich dann uns beherrschen, dann haben wir eine Idiokratie. Ne, so wie jetzt. So. Deswegen sage ich, also die Dummen wieder in ihre Schranken weisen, da wo sie hingehören und gut ist. Ich habe das ganz bewusst als Nachtrag zum Buch genommen, um das hier als Werbung zu kennzeichnen, weil dann die Werbung euch nicht unterbricht, die YouTube gerne einspielt. Dieses Zitat von Dostojewski, ich gehe gleich auch nochmal drauf ein, ist eigentlich gar nicht von ihm. Werden wir uns belehren lassen müssen. Aber kommen wir schnell zu meiner Reaktion. Und zwar hatte vor 46 Minuten war das Bodo Klimpel geschrieben, Toleranz ist das Aushalten von anderen Meinungen. Das heißt nicht, dass man Grenzverletzungen zulassen muss. Ich finde so eine Aussage kritisch. Es gibt kein zu viel an Toleranz. Es gibt ein zu wenig an konstruktiver Auseinandersetzung. Ich muss mal kurz Pause machen. Konstruktive Auseinandersetzung. Mit Dummen kann man nicht sich konstruktiv auseinandersetzen. Da muss man ganz kurz mal sagen, ey, Schluss jetzt, halt den Mund. So, es kann nicht die Lösung sein, wenn die Menschen, die jetzt seit 3 Jahren wegen ihrer Meinung diskriminiert wurden, fordern, dass die Menschen mit anderer Meinung nun mit Härte und Gewalt verdrängen sollen. Nö, nicht Gewalt, aber mit einem gewissen Nachdruck, sage ich mal. Besonders kritisch sehe ich den Bezug zu natürlicher Selektion nach dem Muster Survival of the Fittest. Ja, gut, dann sehen Sie es kritisch, Herr Klimpel. Das ist nicht schlimm, damit kann ich ja leben. Wenn es Ihnen nicht gefällt, gut. Das führt zu unmenschlichen Handlungen. Nee, nicht grundsätzlich. Weil es Menschen in Kategorien einteilt, die den Wert oder die Lebensfähigkeit darstellen sollen. Nein, das ist falsch. Das ist eine plumpe Darstellung, die ich so nicht teilen kann. Ja, Sie sollen es ja auch nicht teilen, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja, Sie können ja gerne Ihrer Meinung sein, aber das führt doch nicht gleich zu unmenschlichen Handlungen. Früher gab es mal ein paar hinter den Löffel, wenn es gar nicht ging mit Idioten, wenn die zu viel Dummheiten angestellt haben. So einfach war es. Gut, ich hatte erst geschrieben, naja, wenn Sie meinen, aber dann dachte ich, nee, was soll denn das? Und ich schrieb dann noch als Ergänzung meiner Antwort, ich muss ergänzen und hoffe, dass Sie mir nicht böse sind. Ihre weichgespülten Sätze zeigen die Einstellung, welche uns die Idiokratie gebracht haben. So, das natürlich so, dann gab es noch ein paar andere ganz coole und teilweise nicht so coole, aber wie auch immer, Kommentare. Jedem seine Meinung, kein Problem, kann ich doch mit leben. Wenn es nicht Bosheiten sind oder so, ne? Also, okay, gut. So, also zu diesem Toleranz-Zitat von angeblich Dostojewski. Naja, gut. Ich habe natürlich die ersten paar Worte eingegeben, die Toleranz soll ein solches Niveau erreichen und so weiter. Und dann kamen natürlich überall solche Dinge. Und da fiel mir doch Korrektiv auf. Mensch, Korrektiv, super, dachte ich mal, gesehen. Ja, dieses Zitat über Toleranz stammt nicht von Dostojewski. Einen Tag später, als ich das nochmal verbreitet hatte. Lustig. Na gut. So, sein Porträt und da wurde es reingekopiert. Das ist falsch. Es gibt keinen Beleg, dass Dostojewski diesen Satz geschrieben oder gesagt hat. Ein Zitatforscher und ein Dostojewski-Experte, ich kann schon nicht mehr hören, erklären beide, dass das Zitat nicht von ihm stamme. Ja und? Ja und? Unwichtig. Und dann wird noch darauf eingegangen, dass es alles so
überall verbreitet wurde und so weiter und so fort. Und dann kam nochmal, also dass es auf keinen Fall von dem Dostojewski kommt. Ja und? Aber es stimmt, Mensch. Leute, es stimmt doch. Es fühlen sich doch diese Idioten beleidigt und versuchen alles, dass das Denken verboten wird. Oder nicht? Bitte bei den Zitaten, bei den Kommentaren, nicht bitte, sondern ich fordere das, höflich bleiben, nett bleiben. Sie wissen schon, meine Damen und Herren, wie ich das meine. Und wenn Bosheiten auftreten, echte Bosheiten oder Aufrufe zur Gewalt, von wegen, die Idioten sind alle weg und so weiter, solche Typen lösche ich, ne? Ist klar. Na dann, Feuer frei, haut in die Tasten, aber wie gesagt, anständig bleiben und vor allem richtig schreiben, damit man auch den Sinn erkennt. Bei manchen Kommentaren habe ich den Sinn noch nicht mehr erkannt. Ich sage also, natürliche Auslese wieder, natürliches Verhalten der Menschen und die Dummen in die Ecke stellen, statt Idiokratie, macht mit. Na, ich wünsche einen schönen Abend nochmals und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Also bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.